Sehen Sie, das ist die Frau, die um 17.05 Uhr das Zimmer betreten hat. Ist das eine Ihrer Krankenschwestern? Nee, noch nie gesehen. Schauen Sie mal. Um 17.11 Uhr verlässt die Frau das Zimmer wieder. Das heißt, sie war gute 5 Minuten drin. Das reicht, um jemanden eine Spritze zu setzen. Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, gar nicht. Die Frau schien mir kompetent und hat sich ausgekannt. Ich hatte keine Zweifel, dass sie eine Krankenschwester ist. Ist das vielleicht eine ehemalige Mitarbeiterin oder eine Schwester einer anderen Station? Möglich wäre es, ja. Haben Sie Zugriff auf die Personalakten inklusive Fotos der Mitarbeiter? Klar. Ich kümmere mich sofort drum. Und Sie gewähren meiner Mandantin bitte weiterhin Polizeischutz für den Fall, dass die Täterin wiederkommt. Ja, sicher. Meine Kollegin ist gerade bei ihrer Mandantin auf der Intensivstation. Wir werden uns weiterhin um sie kümmern. Okay. Ich hole mir erst mal was zu trinken. Möchten Sie auch was? Nein, danke. Der Fall wird immer mysteriöser und hat eine dramatische Wendung genommen. Wer ist diese Frau, die versucht hat, Frau Mettmann zu töten? Und vor allem, warum hat sie das getan? Die Antwort auf diese Frage kann mir meine Mandantin wahrscheinlich nur selber geben. Aber in diesem Zustand kann ich sie unmöglich befragen. Ich werde versuchen, morgen mit ihr zu sprechen und das Rätsel um ihr Baby zu lösen. Jetzt will ich erst mal sehen, ob uns die Mitarbeiterakten auf der Suche nach der Täterin einen Schritt weiterbringen. So, das war's. Sieht nicht so aus, als würde diese Frau zu ihren Mitarbeitern gehören. Wer ist diese Frau? Wie geht es Ihnen? Ganz okay. Ich bin froh, dass ich nicht auf der Intensiv bleiben musste. Ich möchte wissen, wer auf Sie dieses Attentat verübt hat. Frau Mettmann, kennen Sie diese Frau? Weiß ich nicht. Frau Mettmann, das glaube ich Ihnen nicht. Sie haben ja nicht mal richtig hingesehen. Was haben Sie denn zu verbergen? Lassen Sie mich einfach. Ich lasse Sie gar nicht. Man hat gestern versucht, Sie zu töten. Wollen Sie sterben? Wollen Sie Ihre Mutter alleine lassen? Dann sagen Sie mir doch, was mit dem Baby passiert ist und ob diese Frau Sie töten wollte. Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube, was mit dem Baby passiert ist? Sie haben es verkauft. Ist das so? Wie kommen Sie da drauf? Als ich gestern bei Ihrer Mutter zu Hause war, hat ein von Ihnen beauftragter Architekt geklingelt. Wollten Sie mit dem Verkauf des Babys den Umbau des Hauses finanzieren? Frau Mettmann, Sie lieben doch Ihre Mutter und Sie wollen ihr doch auch helfen. Ihre Mutter freut sich auf das Enkelkind. Sie will, dass Sie mit dem Baby nach Hause kommen. Was ist es denn eigentlich? Ein Mädchen. Ich wollte sie nicht mehr hergeben, aber Frau Keller hat sie mir einfach weggenommen. Frau Keller? Wer ist Frau Keller? Ist das Frau Keller? Luise Keller, meine Hebamme. Bei ihr habe ich das Kind entbunden. Und was hat Frau Keller mit dem Baby gemacht? Sie hat es weitergegeben. Ich kenne die neuen Eltern aber nicht. Ich habe 20.000 Euro versprochen bekommen. Aber Sie haben Frau Keller gesagt, dass Sie das Baby behalten wollen. Natürlich. Aber sie hat es einfach weggenommen. Hat mir das Geld auf den Tisch gelegt und ist einfach gegangen. Ich konnte doch nichts machen. Oh, Frau Mettmann, das war sicher schlimm für Sie. Aber ich verspreche Ihnen, wir finden Ihr Baby. Hier ist das Geld. Woher wusste Frau Keller eigentlich, dass Sie im Krankenhaus sind? Ich habe sie angerufen. Ich hatte totale Panik, dass es auffliegt. Dass ich ins Gefängnis muss, dass alles umsonst war. Nein, Frau Mettmann, Sie müssen nicht ins Gefängnis. Das weiß ich zu verhindern. Aber das hätten Sie mir gleich sagen sollen. Gott sei Dank ist das Baby meiner Mandantin am Leben.
Und ich bin mir sicher, dass diese Hebamme Luisa Keller einen illegalen Kinderhandel betreibt. Und aus Angst davor aufzufliegen, hat sie versucht, meine Mandantin zu töten. Ich glaube aber, dass sie das niemals zugeben würde, wenn ich oder die Polizei sie befragen. Und deswegen muss ich irgendwas finden, wie ich an Beweise komme. Und ich habe da schon eine Idee. Ich werde mich als Kinderwunschpatientin tarnen und mir einen Termin in ihrer Praxis machen. Und wenn sie sich darauf einlässt, dann werde ich das Gespräch heimlich aufzeichnen. Dann habe ich endlich was, um sie unter Druck zu setzen. Und dann wird sie mir vielleicht sagen, wo das Baby von Frau Mettmann ist. Aber diesen Termin mache ich keinenfalls alleine. Das ist mir zu gefährlich. Ich nehme meinen Referendar Mike mit. Mal sehen, ob der mitspielt. Mach's gut fest. So. Gut. Danke, dass du mich unterstützt, Mike. Solange ich keinen Ärger mit deinem Mann bekomme, spiele ich gern den jungen Lebensgefährten meiner Chefin. Dann gehen wir mal, oder? Bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, es ist so. Mein Mann und ich, wir sind sehr glücklich. Wir haben ein großes Haus, beide einen guten Job, keine finanziellen Probleme. Ja, aber das klingt doch gut. Ja, aber ein Problem haben wir schon. Ich bin Mitte 40 und ich kann keine Kinder mehr bekommen. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher als ein Baby. Ja, aber haben Sie denn schon mal über eine künstliche Befruchtung nachgedacht? Wir haben alles medizinisch Machbare versucht. Meine Frau kann kein Kind mehr bekommen. Ja, und für die Adoption eines Neugeborenen bin ich auch schon zu alt. Und dann haben wir den Tipp bekommen, dass Sie vielleicht eine Leihmutter für uns finden können. Wer hat Ihnen den Tipp gegeben? Der Tipp kommt von Imken, das ist die Cousine eines Bekannten von einem Freund. Und ich sag's Ihnen gleich, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir wollen unbedingt ein Kind, koste es, was es wolle. Naja, es gibt ja immer wieder junge Frauen, die für Geld ein Kind zur Welt bringen und es auch abgeben. Oder Frauen, die während der Schwangerschaft erst merken, dass sie das Kind nicht haben möchten. Kennen Sie solche Frauen? Ja, in meiner Praxis habe ich täglich mit verzweifelten Müttern zu tun. Sie meinen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, die normale Adoption zu umgehen und so zu einem Kind zu kommen? Ja, das wäre ja illegal. Ich weiß. In Deutschland sind die Vorschriften sehr streng, im Gegensatz zu anderen Ländern. Leider leben wir nicht in Amerika. Bitte, können Sie uns helfen? Sie sind unsere letzte Hoffnung. Vielleicht. Wirklich? Wie denn? Ich könnte Ihnen offiziell bestätigen, dass Sie ein Kind zur Welt gebracht haben. Und die Geburt der Frau, die das Kind abgeben möchte, wird erst gar nicht dokumentiert oder als Fehlgeburt deklariert. Und somit wäre das Kind dann Ihres, ganz ohne Adoptionsverfahren. Ach, das klingt doch wunderbar. Meinen Sie, Sie können so ein Baby für uns finden? Kann aber durchaus einige Monate dauern. Ich komme gleich. Kannst schon zum Auto gehen. Unfassbar, diese Hebamme vermittelt wirklich ungewollte Babys an kinderlose Ehepaare. Ein solcher Babyhandel ist in Deutschland nicht nur verboten, sondern auch strafbar. Und deswegen werde ich sofort zur Polizei gehen mit den Aufnahmen, die ich gerade mit der versteckten Kamera gedreht habe. Mir ist klar, dass diese Aufnahmen vor Gericht nicht viel wert sind. Aber für die Einleitung polizeilicher Ermittlungen reicht es allemal. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Ich möchte mir nur eine neue Flasche Wasser holen. Oder glauben Sie, ich will zum Spaß hier halbnackt auf der Station rumlaufen? Geben Sie her, ich mache das für Sie. Oh, bitte. Ich meine, die 10 Meter werden mich nicht umbringen. Mein Kreislauf ist eh total down. Okay. Nicht.
habe einen Anruf von der Polizei erhalten und erfahren, dass meine Mandantin aus dem Krankenhaus abgehauen ist. Ich bin mir sicher, dass sie so überstürzt geflohen ist, weil sie nach ihrem Baby suchen will. Ich kann sie telefonisch nicht erreichen und bei ihrer Mutter ist sie auch nicht. Deswegen bin ich hierher gekommen zur Praxis. Die Polizei vernimmt nämlich gerade die verdächtige Hebamme. Mal sehen, ob ich hier etwas über den Verbleib von ihrem Baby erfahren kann. Ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und ich will einen Anwalt sprechen. Hier wäre schon mal einer, aber nicht um Sie zu vertreten. Sie? Sie haben mich reingelegt? Ja, um Ihr falsches Spiel aufzudecken. Sie vermitteln verbotenerweise Babys an Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Babys von Frauen, die ihre Kinder nicht behalten können oder wollen. Das ist verboten, das ist Kinderhandel, das ist strafbar. Und deswegen habe ich unser Gespräch aufgezeichnet und der Polizei übergeben. Wissen Sie was? Ich sage jetzt gar nichts mehr. Sie sollten uns am besten sagen, an wen Sie das Baby von Sabrina Mettmann verkauft haben. Na gut, wie Sie wollen. Dann fangen wir jetzt mit der Durchsuchung an. Warum ist hier eigentlich so ein Chaos? Haben Sie etwa versucht, Akten verschwinden zu lassen? Nein, habe ich nicht. Hier wurde eingebrochen. Ganz ehrlich, erst verschwindet Ihre Mandantin heute Morgen und dann wird ganz zufällig eingebrochen. Für mich definitiv kein Zufall. Ja, bitte? Hallo. Ich bin Sabrina. Ich bin die Mutter von dem Baby, das Sie gekauft haben. Was meinen Sie? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich glaube, Sie wissen genau, wovon ich rede. Sie haben mein Baby. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber ich kann es nicht hergeben. Ich will es zurück. Ich habe auch Ihr Geld dabei. Das ist doch Blödsinn. Verschwinden Sie! Jan! Wie? Lassen Sie mich rein. Komm bitte! Lassen Sie mich rein oder ich rufe die Polizei! Ich meine es ernst! Was ist denn los? Diese junge Frau hier behauptet, wir hätten ihr Baby. Ich habe ihr gesagt, dass das nicht stimmt, aber die glaubt mir nicht. Wo ist mein Kind? Wir haben ihr Kind nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Lassen Sie mich zu meinem Baby! Unser Kind, Lara! Bitte gehen Sie wieder! Nein, es ist meins! Hier! Ihre 20.000! Ich will sie nicht! Ich werde mein Baby jetzt mitnehmen! Es ist unser Kind und wir behalten es! Ich rufe die Polizei, wenn Sie es mir nicht geben! Was wollen Sie denen sagen? Meine Frau hat das Kind offiziell zur Welt gebracht! Geburtsurkunde! Jeder Test wird belegen, dass ich die Mutter bin! Lassen Sie mich los! Gott, Jan, jetzt tu doch was! Ich gebe Lara nicht mehr her. Scheiße, woher weißt du überhaupt, wo wir wohnen? Da ist doch was schief gegangen. Lassen Sie mich los! Hilfe! Seien Sie still! Lassen Sie mich! Hilfe! Um Himmels Willen, Jan, jetzt tu doch etwas! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Bitte, lassen Sie mich! Ich will doch nur mein Baby. Können Sie das nicht verstehen? Das ist jetzt unser Kind. Nein, das ist mein. Zu spät. Wir haben dafür bezahlt. Sie haben das Geld genommen, weil Sie das Kind nicht wollten. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Zu spät. Wir werden Lara nicht mehr hergeben. Nein. Nein. Nein, das ist nicht schlimm. Verdammt, was machen wir denn jetzt mit der? Die wird keine Ruhe geben und uns die Polizei auf den Hals hetzen. Wieso will die auch jetzt plötzlich ihr Baby zurück? Das ist jetzt unsere Lara. Wo hat die überhaupt unsere Adresse? Ja. Da hat doch die Hebamme Mist gebaut. Ich rufe gleich mal an. Keller? Ja, Sobieski hier. Was haben Sie denn da angerichtet? Wir haben jetzt Besuch von der Mutter des Babys. Was? Sabrina ist bei Ihnen? Ja, die ist hier aufgekreuzt und verlangt das Baby zurück. Ich habe sie jetzt im Keller eingesperrt. Jetzt verstehe ich auch, wer in meine Praxis eingebrochen ist und warum. Sie hat ihre Adresse gesucht. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Die ruft die Polizei und dann nehmen sie uns das Kind wieder weg. Und ich lande im Gefängnis und verliere meine Existenz. Das darf nicht sein. Sie dürfen Sabrina nicht gehen lassen. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Ich kann sie doch nicht ewig hier einsperren. Es gibt nur einen Ausweg. Sabrina muss weg. Wie weg? Weg? Was soll das heißen, weg?
Wenn Sie das Baby behalten wollen, müssen Sie sie beseitigen. Sie ist die einzige Zeugin und ist eine große Gefahr für uns alle. Sabrina muss sterben. Aus der Nummer werden Sie wohl nicht mehr rauskommen, das ist Ihnen hoffentlich klar. Und Sie werden dafür auch mehrere Jahre ins Gefängnis gehen. Also helfen Sie sich selbst und sagen Sie mir, an wen Sie das Baby meiner Mandantin verkauft haben. Gefängnis? Ich bin doch nicht kriminell. Ich habe nichts Böses getan. Ach nein, Sie sind nicht kriminell. Sie haben das Baby meiner Mandantin verkauft, obwohl sie Ihnen gesagt hat, dass sie es behalten will. Und als meine Mandantin ins Krankenhaus gekommen ist, da haben Sie befürchtet, dass Sie auffliegen. Und deswegen haben Sie doch versucht, skrupellos meine Mandantin umzubringen. Was? Das sind böse Unterstellungen. Sie haben auch gar keine Beweise. Was habe ich nicht? Ich habe nicht nur das zwischen uns aufgezeichnete Gespräch, nein, ich habe auch die Aufzeichnungen von den Überwachungskameras aus dem Krankenhaus. Und meine Mandantin wird auch gegen Sie aussagen. Also, wenn Sie jetzt noch irgendwas für sich tun wollen, dann sagen Sie die Wahrheit. Das wird im Strafverfahren sicherlich positiv gewertet werden. Scheiße! Oh, komm schon! Komm schon! Komm schon, bitte! Komm schon! Oh, Scheiße! Bitte! Lassen Sie mich raus! Bitte! Bitte machen Sie die Tür auf! Ich gehe nach Hause, ich will niemandem was sagen, aber bitte machen Sie die Tür auf! Bitte! Scheiße! Nur Gutes tun. Menschen helfen. Jungen Frauen, die in Geldnot sind. Paaren, die keine Kinder bekommen können. Ist doch nichts Böses. So nennen Sie das. Gutes tun. Ein Gesetz nach dem anderen brechen und mit der Not und mit dem Leid von Menschen Geld verdienen? Die Gesetze zur Leihmutterschaft und Adoption sind einfach viel zu streng. Und deswegen machen Sie sich Ihre eigenen Gesetze, oder wie? Naja, Sie haben ja in der JVA genug Gelegenheit, noch mal über ein paar Dinge grundsätzlich nachzudenken. Aber das ist jetzt nicht von Interesse. Ich will wissen, an wen Sie das Baby verkauft haben und wo es jetzt ist. Raus mit der Sprache! Oh, die geht nicht mehr dran. Weder am Handy noch in der Praxis. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gebe ich die Kleine nicht mehr her. Eher sterbe ich. Oder sie. Wir können sie nicht einfach umbringen. Wir sind doch keine Mörder, Anna. Und ich habe mir das Baby doch so sehr gewünscht. Ich kann sie jetzt nicht mehr hergeben. Das schaffe ich einfach nicht. Ich weiß, aber was sollen wir denn machen? Wenn die Mutter weiß, wo das Kind ist, dann weiß es auch irgendjemand anders. Und morgen wird sie vermisst und gesucht und irgendwann ist die Polizei hier. Aber wenn die bei der Polizei gewesen wäre, die wäre doch längst hier, hm? Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich kann sie auch nicht einfach abmurksen. Lass uns abhauen. Wo sollen wir denn? Ich gehe hoch und pack alles. Dann ist die Polizei. Komm, ich hab's gewusst. Schnell! Aufmachen, Polizei! Olli? Entschuldigen Sie, ich war im Keller. Was kann ich für Sie tun? Herr Sobieski? Ja? Wir würden uns gerne mit Ihnen unterhalten. Am besten drin. Darf ich auch fragen, worum es geht? Das können Sie sich doch denken. Die Hebamme Luisa Keller hat gestanden, dass sie ein Baby verkauft hat. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich kenne keine Luisa Keller. Aber bitte, kommen Sie doch rein. Sie rühren sich nicht, Sie drehen sich höchstens um, Sie sind voll auf ihn festgenommen.
Sobieski, mach das Motor aus. Sie sind voll dafür festgenommen. Moment. Oh mein Gott, danke. Sie sind ja gefesselt. Ja. Oh Gott, ich dachte echt. Steigen Sie bitte aus. Vorbei. Das war ganz schön riskant von Ihnen, aber das wissen Sie selber, oder? Ja. Alles okay? Ja, aber ich dachte, es wäre die einzige Möglichkeit, mein Baby zurückzubekommen. Hey. Hey, meine Süße. Ich bin deine Mama und ich gebe dich nie mehr her, versprochen. Ich glaube, sie hat es ganz gut verkraftet. Im Großen und Ganzen ist es ja noch mal gut gegangen. Aber nicht nur die Hebamme und das Ehepaar Sobieski haben sie strafbar gemacht, sondern auch meine Mandantin. Ich werde sie natürlich weiter vertreten und hoffe, dass die Strafe nicht ganz so hart ausfällt. Sabrina ist erst 20 Jahre alt und wenn wir Glück haben, wird sie noch nach Jugendstrafrecht abgeurteilt. Ich werde auch eine Sozialarbeiterin einschalten. Die soll sich um die bestmöglichste Wohnsituation für die junge Familie kümmern. Denn meine Mandantin muss sich jetzt nicht nur um ihr Kind kümmern, sondern auch ihre Mutter unterstützen. Und die freut sich schon wahnsinnig auf ihr Enkelkind.